Ja, schönen guten Tag und willkommen zum heutigen Webinar, Einführung in den neuen FlatFilter Pro. Und zwar ist das jetzt schon das zweite Webinar. Wir hatten ja bereits letzte Woche das erste oder die erste Einführung und heute wollen wir da auch da anknüpfen. Sind noch viele Themen zu besprechen. Dann gab es auch natürlich ihrerseits viele Fragen. Die wollen wir denn auch zusammen heute durchgehen. Wir starten aber erstmal auf der Webseite und zwar zeige ich natürlich nochmal, wo man den FlatFilter Pro herunterladen kann und Informationen dazu bekommt. Und zwar unter Software und dann sehen Sie auch schon den ersten Eintrag FlatTrader Pro. Und wenn Sie da draufklicken, dann kriegen Sie natürlich dann die Informationen und auch den Download-Link. Ich denke aber, viele der Teilnehmer heute haben die Software, die Plattform bereits installiert. Und hier ist auch die Aufzeichnung von letzter Woche. Das heißt, diejenigen, die das verpasst haben oder nicht teilnehmen konnten, haben dann natürlich nach diesem Webinar die Möglichkeit, das Ganze sich nochmal anzugucken. Ja, hier ist auch eine kleine Timeline. Da können Sie sehen, welche Themen wann besprochen wurde. Okay, dann springen wir auch direkt zu der Plattform. Einmal Bildschirm wechseln. So, ist die Plattform denn jetzt auch bei Ihnen zu sehen? Wenn ja, dann können wir direkt loslegen. Ansonsten bitte einmal kurz reinschreiben. Okay, prima. Gut, also heute wollen wir hauptsächlich uns die Einstellungsmöglichkeiten angucken, denn das wurde jetzt natürlich sehr oft gefragt. Vor allem jetzt die Chart-Einstellungen, dass man, ich sag mal, global speichert und nicht jedes Mal, wenn man einen neuen Chart eröffnet, dann die Einstellung nochmal vornehmen muss. An sich gibt es so speziell keine globale Speicherung, aber durch einen kleinen Trick kann man das dann natürlich auch für alle Charts dann auch für die Zukunft anwenden. Aber zunächst, wie gesagt, gehen wir einmal kurz zusammen die Optionen durch, denn da gibt es auch ein paar Einstellungen, ja, die wichtig sind und die man auch verstehen sollte. Zu den Optionen gelangen Sie ja über Umgebung, Optionen und dann kriegen Sie hier so ein neues Fenster angezeigt. Sie haben hier vorne direkt als erstes die Möglichkeit, hier die Zeitebene oder Timeframe für den Chart voreinzustellen. Ja, also was standardmäßig eingestellt werden soll. Sie sehen hier bereits 30 Minuten. Ich kann jetzt mal einfach, damit Sie auch den Effekt sehen, auf eine Stunde ändern. Und Charttyp lasse ich ganz klassisch auf Candlesticks. Und hier haben Sie dann, können Sie dann die Farben noch ändern, plus auch die Pfeile, die Sie hier sehen, im Hintergrund hier in der Marktsuche, die können Sie dann hier entsprechend auch definieren. So, und dann ein ganz wichtiger Punkt, Handel. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Handelsmodus einzustellen. Und wir haben ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Und zwar einmal den One-Click-Modus, wo Sie direkt die Order ausführen können oder eben hier diesen Auftragsfenster. Dann kommt nochmal, bevor die Order ausgeführt wird, wird von Ihnen nochmal eine Bestätigung verlangt. Das können Sie hier also direkt auch voreinstellen. Natürlich haben Sie immer wieder noch die Möglichkeit, hier oben rechts das Ganze zu ändern. Ja, Kursformat, ich denke, darauf sollten wir jetzt nicht weiter eingehen. Können Sie einfach sich mal angucken, wie Sie das gerne angezeigt haben wollen. Zeitzone sollte auch klar. So, und dann dieser Punkt Hedge. Ihnen ist schon bekannt, dass Sie durchaus die Möglichkeit haben, mit der Plattform zu hedgen. Was aber allerdings man nicht falsch verstehen sollte, ist diese Option. Denn Sie haben hier die Möglichkeit, zwar Hedge global anzumachen bzw. einzustellen, aber dieser Hedge-Modus funktioniert nur bei der Marktausführung. Ja?
Also wir haben jetzt hier Hedge global auf an. Ich gehe hier nochmal ganz kurz raus und mache hier einfach, was haben wir denn da hier, den DAX. Und Sie sehen hier, dass Sie hier gar nicht die Möglichkeit haben, Hedge zu deaktivieren oder zu aktivieren. Und zwar dann nur, wenn Sie Auftragstyp auf Markt ändern. Und Sie sehen hier, dass Hedge automatisch für Sie aktiviert ist. Das ist nämlich die Einstellung, die wir vorhin vorgenommen haben. Und dann können Sie es immer noch entsprechend deaktivieren, je nach Position, die Sie eingehen möchten. Und deswegen bitte nicht verwechseln die Option hier unter Umgebung, dass Sie auch mit den anderen Auftragstypen die Möglichkeit haben zu hedgen, sondern das gilt wirklich nur für Auftragstyp Markt und bedeutet auch nur, dass Hedge dann für Sie automatisch angeklickt ist, ja, wie Sie hier sehen. Okay, also bitte wirklich darauf achten. Ansonsten haben Sie hier noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen für den Arbeitsbereich zu machen. Und zwar finde ich auch durchaus ganz interessant, die Autospeicherung. Ne, wenn man verändert, wenn man doch hier und da was, dann kann man einstellen, nach wie vielen Minuten eine entsprechende Autospeicherung stattfinden soll. Andererseits kann man das natürlich auch ausmachen, denn manchmal macht man irgendwelche Veränderungen, die man rückgängig machen möchte. Und wenn das dann mitgespeichert wird, dann hat man nicht die Möglichkeit, die Originalvorlage entsprechend aufzurufen. Deswegen schauen Sie mal, was für Sie da am sinnvollsten ist. Gut, und dann hier noch ein paar Einstellungen. Können Sie sich in Ruhe angucken. Wollten jetzt nur das Wichtigste uns angucken. Natürlich haben Sie hier noch die Möglichkeit, Töne einzustellen und so weiter. Ja, also wie gesagt, bitte hier handeln. Hedge bedeutet nur, dass das für Sie bereits angeklickt ist und nicht für jeden Auftragstyp. Hier ist dann doch noch ein Punkt, der durchaus auch interessant ist und auch wichtig ist, wenn Sie das benutzen. Und zwar können Sie die Handelsmenge vordefinieren. Das heißt, wenn Sie für bestimmte Situationen ganz genau wissen oder auch für Ihr Risikomanagement ganz genau wissen, wie viel oder welche Positionsgröße Sie eingehen möchten, können Sie das hier voreinstellen. Und dann zeige ich Ihnen auch, wo das dann auch vorkommt. Hier gehe ich mal kurz raus. Und zwar hätten Sie dann hier die Möglichkeit, wenn Sie hier die Quotenplatte anmachen, könnten Sie natürlich so die Positionsmenge eingeben und dann einmal hier die voreingestellte Menge. Das können Sie, wie gesagt, voreinstellen. Dann haben Sie dann einen schnelleren Zugriff und können dann entsprechend die Position schneller eingehen. Noch ein ganz kurzes Wort zu der Hedge-Funktion hier vorne. Es soll natürlich geändert werden, dass auch die anderen Auftragstypen entsprechend diese Hedge-Funktion aktiviert haben. Zurzeit betrifft das allerdings nur die Marktausführung. Ja, also das ist jetzt nicht endgültig, aber zurzeit betrifft das nur die Marktausführung. Okay? Gut. Dann kommen wir hier zum Chart und da gab es sehr, sehr viele Fragen. Und zwar haben natürlich viele Leute den Chart so weit voreingestellt, wie sie es gerne hätten, haben einen neuen Chart eröffnet und hier vielleicht Chartvorlage eine erstellt und dann den neuen Chart geöffnet und da war die Einstellung nicht vorhanden. Sie müssen hier einmal diese Einstellung vornehmen und zwar mit der rechten Maustaste auf Chart-Eigenschaften oder Sie können auch hier, wenn der Chart angeklickt ist, über Chart und dann Optionen, ja, können Sie auch alles einstellen. Ich würde hier drüber direkt gehen, Chart-Eigenschaften und hier können Sie natürlich entsprechend die Sachen voreinstellen oder so, wie Sie das gerne haben möchten. Hier unter Anzeigen ausblenden haben Sie die verschiedenen Funktionen, wie die Quotenplatte, wenn Sie das brauchen.
oder Fadenkreuz. So, und dann eine sehr häufig gestellte Frage war, dass man hier, ich gehe nochmal ganz kurz raus, unter Ansicht Hochtiefzonen auf keine geklickt hat, das mache ich jetzt auch, aber das entsprechend nicht für alle Zeitebenen und auch nicht für die anderen Charts übernommen wurden. Und diese Einstellung findet man dann entsprechend über Charteigenschaften hier. Sie sehen, dass Sie die Möglichkeit haben, für alle Zeitebenen diese Einstellung vorzunehmen. Und wer das grundsätzlich nicht haben möchte, kann natürlich dann für jede Zeitebene auf keine einstellen. Das mache ich jetzt auch einmal, weil, damit Sie das sehen, dass das auch später mit übertragen wird, wenn wir das als Vorlage speichern. Und Sie dadurch auch wirklich nur einmal diese Voreinstellung machen müssen. Dann werden wir das gleich speichern. So, und dann fehlt noch hier. Genau. Also wir haben das jetzt alles voreingestellt auf keine. Wir machen erstmal weiter mit den Einstellungen. Gut, Fadenkreuz, wie das aussehen soll und so weiter. Das können Sie natürlich individuell alles einstellen. Labels, auch hier geht es hauptsächlich um die Darstellung. Aber unter Schichten können Sie dann definieren, welche Informationsblasen, die kennen Sie ja bereits, kann ich gleich auch nochmal kurz, ganz kurz einblenden, ja, welche Sie da entsprechend sehen möchten im Chart oder nicht. Wir sind letztes Mal da ganz kurz drauf eingegangen und Sie sehen hier, dass wirklich für alles Mögliche da entsprechend Informations, ja, Blasen, Wolken, je nachdem, wie man das nennen möchte, man anzeigen lassen kann. Und was hier natürlich oft gefragt worden ist, ist bezüglich der Position oder auch Stop und Take Profit, wird dann natürlich entsprechend auch eine Information angezeigt. Und wenn man da mehrere im Chart hat, mehrere Positionen, dann könnte das durchaus unübersichtlich werden. Und dieser Punkt ist dann entsprechend, wenn Sie hier gehen, unter Positionen, können Sie dann die Sichtbarkeit entsprechend ändern auf Ausblenden und ausstehende Aufträge. Bedeutet für alle Pending Orders heißt die Stop- und Limit-Aufträge. Das können Sie hier ändern. Ne? Können Sie selber entscheiden, ob Sie das sehen möchten. Und hier ganz unten sehen Sie noch für die Indikatoren und für die Handelssysteme, also die automatischen Handelssysteme, die integriert sind, können Sie hier entsprechend auch auswählen. Ich möchte Ihnen das zeigen, was das bedeutet. Dann gehen wir kurz in den Chart und ich werde jetzt einfach mal auch eine Position eröffnen. So, diese Risikohinweis müssen Sie einmal bestätigen. Also bitte durchlesen, wenn Sie One-Click-Trading nutzen möchten, denn damit ist natürlich auch ein gewisses Risiko verbunden. Man kann sich ja auch durchaus schnell verklicken und hat man eine Position drin. Also bitte nutzen, wenn Sie auch sicher damit umgehen können. Ich stimme jetzt zu und gehe jetzt einfach eine Position ein. So, und das ist diese Informations, ja, ich sage jetzt mal Wolke dazu, die Sie dann im Chart angezeigt bekommen. Jetzt angenommen, man hat jetzt verschiedene Positionen drin oder aber ich ergänze die Position noch mit dem Stop-Loss und einem Take-Profit. So, und dann machen wir einfach jetzt willkürlich. Der DAX steigt heute bestimmt noch bis 12.000. Na, wahrscheinlich eher nicht heute, aber demnächst wohl. So, dann sehen Sie hier weitere Informations Wolken und wenn Sie jetzt noch Indikatoren hinzufügen, ich mache jetzt einfach hier mal was, dann haben Sie wieder hier was und es würde so weitergehen. Ja, wenn je mehr Sie, mehr Sachen Sie im Chart drin haben, umso unübersichtlicher könnte es dann eventuell werden.
Und diese Einstellungen können Sie entsprechend hier unter Schichten machen. Also, das war einmal die Positionen, die ausstehende Aufträge und entsprechend hier die Indikatorenlabels. Und wenn ich das jetzt ausblende, dann sollte es auch im Chart weg sein. Und so ist es. Machen Sie das nur, wenn Sie auch hier dieses Fenster haben mit offenen Positionen, denn es könnte dann vielleicht durchaus sein, dass Sie vergessen, dass Sie überhaupt eine Position drin haben, da Sie ja keine Anzeige mehr haben. Das heißt, schauen Sie, dass Sie das wenigstens dieses Fenster noch offen haben, hier offene Positionen. Wo finden Sie das? Nochmal zur Wiederholung. Unter Ansicht, Handelsfenster und können dann hier die vier Funktionen entsprechend aufrufen und dann hier den Reiter anordnen. Wie Sie das machen, habe ich Ihnen ja auch gezeigt. Das gibt ja so Module, ne? Ich ziehe das mal raus und Sie sehen hier auch nochmal kurz zur Wiederholung. Sehen Sie hier, wie Sie entsprechend das Ganze anordnen können. Das heißt, einmal hier betroffen auf dieses Fenster und Sie haben noch an jeder Ecke hier noch für die gesamte Plattform, wenn Sie das woanders haben möchten, ja. Aber wir wollten das ja hier als Reiter haben und entsprechend füge ich das wieder hinzu. Okay, also wie gesagt, wenn Sie diese Informationen ausblenden, vergewissern Sie sich, dass Sie wenigstens hier die offene Positionenfenster oder das Fenster offener haben, damit Sie entsprechend nicht vergessen, dass Sie noch eine Position drin haben. Okay, dann gehen wir noch kurz Charteigenschaften weiter. Schichten haben wir geklärt. Dann haben wir hier nochmal die Charttypen, da können Sie auch nochmal einstellen, Farben und die Linienstärke. Dann Zeichenwerkzeuge. Und hier möchte ich auch auf etwas genauer eingehen. Und zwar haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, auch alles farblich und von der Stärke her zu ändern. Und bedenken Sie, dass wenn Sie diese Einstellung jetzt hier machen und dann entsprechende Vorlage speichern, dass das dann auch direkt mit übernommen wird. So, und was sehr oft gefragt worden ist, sind Fragen zum Fibonacci gewesen, und zwar, wie man den überhaupt global verändern Zeig mir kann. gerade ein paar Sachen, Zeichenwerkzeuge und so weiter. So. Genau. Kein Problem. Also ich Dann einmal bitte auf Definieren. Und entsprechend dann hier haben Sie die Möglichkeit, einmal die Levels zu definieren. Hier sind welche schon voreingestellt. Und Sie können dann hier natürlich auch die Farbe ändern. Und wir machen das jetzt mal. Wir ändern es jetzt, ja, ich mache jetzt einfach mal rot. Ja, Linie 1 auf OK. Na, meine Maus ist jetzt gesprungen. Da ist sie. Und wie gesagt, das können Sie dann individuell alles einstellen. Okay, und dann werden wir gleich auch ein Fibonacci anlegen und Sie sehen das. Sie werden dann sehen, dass das auch entsprechend mit übernommen wird. So, und auf die anderen werde ich jetzt nicht weiter eingehen, denn das machen Sie natürlich dann analog zu den Fibonacci Retracement-Einstellungen. Ja? Gut, und hier haben Sie noch, wenn Sie Indikatoren im Chart drin hätten, was ich jetzt hier habe, haben Sie dann hier die Möglichkeit, diese nochmal aufzulisten und ansonsten hier auch die Handelssysteme. So, dann haben wir jetzt die Einstellung gemacht und wir machen hier, ich ändere das auch nochmal und auch hier auf Ask. So, nee, machen wir mal 5 Minuten, damit wir ein bisschen mehr Action drin haben. So, ich habe jetzt mal das Chartfenster jetzt von der Plattform gelöst. Ich werde das jetzt mal wieder hier reinziehen, da ich hier mehrere Monitore benutze. So, und dann werden wir jetzt den Fibonacci jetzt mal einzeichnen.
So, und Sie sehen hier auch, dass die Einstellung entsprechend übernommen wurde. So, soweit, so gut. So, ich denke, das haben die meisten auch hinbekommen. Aber es ging ja letztendlich tatsächlich darum, dass das nicht auf die anderen Charts anwendbar war, beziehungsweise die Einstellungen wieder alle ja, auf Standard geändert wurden. Wir haben jetzt alles eingestellt. Ich mache jetzt noch hier zum Beispiel Gitternetz, mache ich noch weg. So, und dann habe ich soweit angenommen, dass wir hier jetzt Ihre Vorlage, die Sie gerne speichern möchten. Das können Sie dann natürlich hier machen unter Chartvorlagen, dann speichern als. Und ich speichere das jetzt als Webinar. Gut. Und schließe auch den Chart. Ja, wir wollen jetzt gleich auch mal ein neues dann öffnen. Was wir vorher noch machen sollten, ist einmal hier unter Chart, also Chart, Chartvorlagen verwalten. Und dann können Sie hier entsprechend Ihre Charts dann sehen, die Sie bereits gespeichert haben und natürlich die, die voreingestellt sind. Und dieses Häkchen bedeutet, dass Standard zurzeit unsere Standardvorlage ist. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir jetzt einen neuen Chart eröffnen, wird diese Vorlage dafür verwendet. Wir wollen aber unsere eigene Vorlage nutzen und wir haben das jetzt als Webinar gespeichert und klicken dann auf Primär gesetzt und haben jetzt hier unsere Webinarvorlage als Standardvorlage eingestellt. Und wenn wir jetzt einen neuen Chart eröffnen, dann sollte entsprechend diese Vorlage genutzt werden. Und Sie sehen, dass das entsprechend auch so übernommen wurde. Gut, jetzt wollen wir aber auch überprüfen, ob auch die Einstellungen zum Beispiel zu den Fibonaccis auch mit übernommen wurden. Und dann werden wir hier wieder einzeichnen. Und wir hatten ja Level 0% entsprechend auf rot geändert und Sie sehen, die Einstellung ist jetzt mit übernommen. Wenn Sie diesen Weg also gehen, dann machen Sie einmal komplett Ihre Einstellung, so wie Sie das haben möchten, definieren dann diese Vorlage, wie hier oben gezeigt, auf Standard, ja, also hier Chartvorlagen und dann Primär gesetzt und jedes Mal, wenn Sie dann einen Chart eröffnen, dann bekommen Sie Ihre Einstellung automatisch dann ausgewählt. So, dann möchte ich das wieder hier drin haben. Ich könnte das jetzt so definieren oder komplett alle hier schließen und habe dann einen etwas größeren Chart zur Verfügung. Okay. Und dann war natürlich die Frage nach verknüpfte Charts. Also bedeutet, dass wenn man hier eine Kursliste durchgeht, dass der Chart dann automatisch mit geändert wird. Diese Funktion ist noch nicht integriert. Allerdings hätten Sie zwei Möglichkeiten. Da müssen Sie zwar einmal, zweimal mehr klicken, aber das wäre dann die Option dazu. Und zwar könnten Sie hier natürlich überwählen Sie eine Watchlist Mark. Haben wir gemacht, Webinar. Und dann könnten Sie das Instrument auswählen, was Sie auch hier in der Watchliste drin haben. Ja, das ist ganz wichtig. Hier werden natürlich nicht alle angezeigt, sondern das, was Sie hier drin haben. Und Sie könnten dann auch einfach das Instrument aus der Watchliste heraus in den Chart reinziehen. Sie sehen auch hier, ist auf Englisch geschrieben, Dragging und dann Adidas AG CFD, also das Produkt und dann Inside in dieses Chartfenster. So, und wenn ich das dann mache, dann wird entsprechend der Chart geändert. Also diese zwei Optionen haben Sie, um entsprechend hier Ihre Watchliste durchzugehen, dann einmal kurz reinziehen und dann haben Sie entsprechend oder können Sie natürlich dann entsprechend den Chart, den dazugehörigen Chart dann sehen. Das lösche ich jetzt erstmal. So, dazu eine Frage.
Okay, war alles verständlich. Sehr gut. Dann hatten wir noch eine Frage, und zwar, was jetzt zum Beispiel eine sinnvolle Vorlage wäre für den Arbeitsbereich. Das kann ich Ihnen, ich kann natürlich Ihnen einen Vorschlag machen, aber das muss jeder natürlich selber ja, für sich aus definieren. Was brauche ich, was muss ich sehen? Aber ich möchte Ihnen natürlich hier auch ein paar Optionen zeigen. Die Fenster lasse ich jetzt erstmal alle drin. Das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel verändern werde, ist meine Watchliste mit hier zu integrieren. So habe ich das schon mal zusammen. Ja, also habe Marktsuche direkt und kann dann entsprechend, wenn ich hier was finde, wie zum Beispiel Germany Tagestax oder Tages-CFD. Und wenn ich den jetzt in die Watchliste hinzufügen möchte, dann sehe ich ja hier unten, welche Watchliste hier drin ist. Wähle natürlich dann die entsprechende Watchliste und kann auf OK klicken. Und dann brauche ich ja einfach nur rüber gehen und habe dann meine Watchliste. Und habe nicht ständig, wie eben, diese Anordnung, dass die Marktsuche ständig ja, zu sehen ist. Und würde diese dann nur aufrufen, wenn ich die tatsächlich auch brauche. Okay. Dann können Sie hier, also wir haben jetzt diese Einstellung, Marktsuche und Watchliste sozusagen in einem Fenster. Und dann nehme ich hier auch die Sachen raus, die ich nicht unbedingt brauche. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal in dem Webinar auch schon gemacht, dass wir hier die zwei Sachen, zum Beispiel Volatilität und Delta, entsprechend schon ja, deaktiviert haben, da wir jetzt nicht unbedingt. Oder ich das jetzt diese Anzeigen nicht unbedingt brauche. Und auch nochmal zur Wiederholung, wie Sie entsprechend hier die Watchliste anordnen können. Da wurde auch gefragt, dass man das nicht unbedingt aufsteigend oder absteigend sortieren möchte, sondern dass man selber festlegen möchte, wie man entsprechend die Produkte anordnet. Wenn Sie zweimal draufklicken, so dass das nicht mehr gelblich markiert ist, diese Spalte, dann haben Sie die Möglichkeit, hier hinzugehen, das Produkt anzuklicken und dann sehen Sie auch, wo Sie das hinzufügen würden, ja, after oder before. Und angenommen, ich möchte das jetzt hier unten, hier oben haben, dann würde ich das jetzt über Out US-Dollar hinzufügen und könnte so individuell meine Liste sortieren. Gut. So, die Spalten haben wir dann entsprechend schon angeordnet bzw. eingestellt, welche ich sehen möchte und welche nicht. Marktablauf müssen Sie mal schauen, ob Sie das brauchen, je nachdem, ob Sie einen Future-Handel, also einen CFD auf einen Future-Handel, denn entsprechend ausläuft, ob Sie dann das Datum sehen möchten oder nicht. Ich werde das jetzt zum Beispiel jetzt mal rausnehmen. Und falls Sie es noch nicht gesehen haben, hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend das Produkt aus der Watchliste zu entfernen. Ja, zum Beispiel nehmen wir eine Deutsche Bank raus und dann ist das weg. Okay, Status sehen Sie, ob ein Markt geöffnet ist oder nicht. Man kann es drin lassen, aber das Fenster dann entsprechend so verkleinern, dass man dann das Wichtigste direkt auf Anhieb sieht. Jetzt hätte man die Möglichkeit, die Darstellung auch noch zu ändern. Und zwar nicht hier in der Listenform, sondern Sie könnten das auch hier als ganz viele Quotenplatten darstellen lassen. Je nachdem, wie Sie das hier natürlich erweitern, dann kriegen Sie mehr in eine Reihe. Wir lassen jetzt bei 4 und dann haben Sie hier die Möglichkeit, dann direkt alles so zu sehen. Und Sie könnten natürlich jetzt direkt von hier aus entsprechend auch kaufen und verkaufen, wenn Sie Handelsmodus auf One-Click haben. Gut, genau. Wir ändern das aber wieder. Dann ist hier natürlich jetzt wieder größer. So, dann hatte ich Ihnen noch am Ende des Webinars letzte Woche noch die Wirtschaftsdaten und Wirtschaftskalender gezeigt.
Und das könnten Sie natürlich entsprechend auch direkt hinzufügen, besonders für diejenigen, die jetzt auch viele Aktien-CFDs handeln, kriegen Sie hier den News-Ticker direkt rein, ne, wird auch automatisch aktualisiert. Und das könnte man dazu, zum Beispiel hier rechts, links anordnen und vielleicht so, dass man die ersten vier Feeds lesen kann, ja, in die Überschrift. Mit dem Doppelklick können Sie natürlich dann die komplette News lesen oder komplette Nachricht. Und was auch eventuell ganz wichtig ist, Wirtschaftskalender, den könnten Sie natürlich auch noch hier mit anordnen. So, dann verkleinern Sie das so, dass Sie entsprechend das Wichtigste angezeigt bekommen. Zum Beispiel. Und hier brauchen Sie ja jetzt auch nicht so viel Platz. Können Sie jetzt so ändern. Ja, so dass Sie auch die Daten direkt sehen können, aber immer noch Ihre offene Position im Blick haben. Und ich ändere jetzt mal wieder den Chart hier. So, sind wir nicht ja genau richtig eingestiegen, aber ich werde jetzt die Position wieder löschen. Beziehungsweise zeige auch direkt nochmal, wie man das jetzt machen könnte. Sie haben hier die Funktion direkt zu schließen. Ja, in einem Klick wäre die Position auch weg. Da würde jetzt auch keine Bestätigung kommen. Da nochmal zur Wiederholung, wir den Handelsmodus entsprechend geändert haben. Oder Sie könnten da mit dem Rechtsklick entsprechend Position schließen. Aber wir könnten jetzt auch einfach dazu kaufen. Ja, wir haben jetzt bereits eine Menge 10 drin, also 10 CFDs bin ich bereits long. Und wenn ich dann hier auf, ja, dann klicke ich jetzt, dann werde ich nochmal dazu kaufen. Und Sie sehen, dass meine Menge sich natürlich geändert hat und dass Sie hier auch ein Pluszeichen haben. Wenn Sie darauf klicken, dann werden beide Positionen entsprechend angezeigt. Ja, natürlich mit dem Eröffnungskurs, also mit den Informationen, die Sie natürlich brauchen zu der Position. Sie sehen, dass die erste Position abgesichert ist und noch einen Take Profit drin hat, die zweite entsprechend noch nicht abgesichert ist. Und Sie können dann selbst entscheiden, welche Position Sie dann letztendlich je nachdem wieder schließen wollen. Also Sie können natürlich direkt beide Positionen schließen, also alle, oder Sie sagen, nee, ich möchte nur eine schließen, und zwar die erste in dem Fall. Dann sage ich hier Position schließen und dann wurde meine Position entsprechend jetzt auch verkauft. So, jetzt habe ich noch 10 drin. Und wenn ich jetzt wieder die gleiche Menge verkaufe und das jetzt nicht über ein Auftragsfenster mache, also wie anfangs angedeutet bzw. auch erklärt, Auftragstyp Markt, wo ich hedgen kann, ja, ich mache das jetzt durchaus mal, übernehmen, so, und habe hier wieder meine beiden Positionen drin, okay. Wenn ich das jetzt aber hier drüber mache, oder auch direkt über den Chart, dann habe ich die Hedge-Funktion nicht mehr drin und die Position sollte entsprechend gegengerechnet werden. Das bedeutet, ich bin jetzt einmal long, einmal short und jetzt je nachdem, was ich jetzt hier anklicke, wird eine Position entsprechend wieder glattgestellt. Dann schauen wir mal. Sie sehen, ich habe jetzt nochmal 10 verkauft und ich hatte 10 CFDs long im Markt und diese wurden entsprechend jetzt entsprechend dann rausgenommen. Ja, so, ich habe jetzt nochmal nachgekauft und schließe wieder. Und diese Position kann ich entsprechend jetzt auch nochmal schließen. So, entsprechend können wir auch andersrum machen. Sie sehen, ich gehe 10 Short, kaufe wieder 10 und entsprechend werden die Positionen gegengerechnet. Jetzt, wenn ich aber die Positionsgröße jetzt ändere für das Gegengeschäft, dann bleibt natürlich die Differenz übrig. Also ich hatte 10 CFDs verkauft, habe aber nicht wieder 10 gekauft, sondern in dem Fall 15 und habe dann entsprechend jetzt noch 5
im Markt übrig. Okay? So, wie könnte ich das jetzt auch hier wieder ändern, indem ich zum Beispiel jetzt auf 5 klicke, da ich ja 5 noch im Markt drin habe und verkaufe, dann bin ich wieder komplett flat. Dazu eine Frage. Also nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Das kann jetzt auch ein ganz anderes Thema sein, muss nicht unbedingt zu der Ordertypen oder zum Chart sein. Vielleicht haben Sie noch ein anderes Anliegen. Ansonsten, um das zu Ende auszuführen, Sie haben hier, wir haben jetzt den Chart bzw. Arbeitsbereich jetzt soweit eingestellt und könnten dann hier über Ansicht, Desktop, Arbeitsbereich, den Speichern als klicken, da wir jetzt was Neues erstellt haben, aber Sie haben auch die Möglichkeit dann auch zu überschreiben. Webinar, okay. Und denken Sie dann, wie gesagt, hier an diese Einstellung, dass Sie das entsprechend so definieren, wie Sie das letztendlich brauchen. Denn es kann ja mal passieren, dass Sie sagen, ach nö, ich möchte jetzt doch lieber 4 Charts haben. Ja, vorläufig. Dann sagen Sie, okay, hier noch ein Chart. So. Und dann gehen Sie hier drüber, machen hier noch ein Chart. Und wenn Sie diese Position, diese Einstellung haben, automatische Speicherung, dann beim Schließen oder je nachdem, wie viele Minuten Sie eingestellt haben, wird das dann für Sie automatisch gespeichert. Nur, vielleicht wollen Sie das morgen gar nicht und laden dann den Arbeitsbereich wieder neu und haben dann nicht entsprechend die Einstellung, die Sie anfangs gemacht haben. Das ist jetzt natürlich jetzt keine Arbeit, das jetzt wieder zu schließen. Aber kann ja sein, dass Sie hier Ihre Watchliste aus Versehen löschen oder kurzfristig löschen und sagen, ich mache das später. Aber dann haben Sie vielleicht 10 Minuten eingestellt für die Autosicherung und dann wird das entsprechend gespeichert. Dann müssten Sie das neu machen. Ja? Gut, dazu eine Frage. Ansonsten war noch eine Frage bezüglich Pending Orders. Also hier, wenn Sie über rechte Maustaste gehen, konditioneller Kauf oder konditioneller Verkauf, klicken Sie auf Eingabe. OCO habe ich Ihnen letztes Mal gezeigt. Und zwar war das ja, wenn Sie einen Ausbruch, egal in welche Richtung, traden möchten. Und wenn dann eine Order ausgeführt wird, dann entsprechend die andere Order automatisch für Sie gelöscht wird. Aber wir machen jetzt hier eine Eingabe. Und dann haben Sie hier, da wir mit der rechten Maustaste hier schon gesagt haben, in welche Richtung wir gehen möchten, konditioneller Kauf, Eingabe, haben Sie hier die Richtung natürlich schon voreingestellt, kaufen. Und dann könnten Sie jetzt hier die Menge einstellen, ja, auf Übernehmen. Und das ist jetzt bei mir nicht angezeigt. Ich habe eine Bestätigung bekommen, aber auf dem anderen Monitor. Deswegen werde ich das jetzt hier, genau, da. Auch das können Sie dann ganz kurz, werde ich nochmal wiederholen. Und zwar, wenn wir haben ja jetzt die Einstellung gemacht, dass es nicht angezeigt wird. Falls Sie doch diese Einblendung haben möchten oder müssen, dann können Sie das ganz einfach hier über Ansicht, Chart, Stufen und dann einfach ganz kurz anklicken. Das wird aber die Einstellung, die wir vorher vorgenommen haben, nicht ändern. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur eine kurzfristige Einstellung für den aktuellen Chart. Und wenn Sie einen neuen Chart dann entsprechend, wenn Sie dann entsprechend nochmal eröffnen, dann haben Sie die Einstellung drin, die Sie vorgenommen haben. Wenn Sie jetzt Informationen zu den Kerzen haben möchten, das bedeutet, Sie wollen sehen, ja, wo ist denn hier ganz genau
das Hoch oder das Tief, wo wurde die Kerze geöffnet und so weiter. Könnten Sie einmal natürlich über das Fadenkreuz gehen und dann entsprechend anlegen, was natürlich ja, nicht ganz genau ist. Oder aber Sie gehen hier über, ja, jetzt muss ich einmal gucken. Wo war das nochmal? Genau. Technische Analyse, Dateninspektion. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und wenn Sie dann mit der Maus über die Kerzen gehen, dann kriegen Sie entsprechend hier die Formation. Ja? Sie sehen hier, also letzte Kerze, beziehungsweise die Vorkerze war hier Eröffnungskurs 10.249 und so weiter. Nun stört das dieses Fenster hier mittendrin natürlich. Dann könnte man hingehen und sagen, okay, ich werde das jetzt hier anordnen. So viel Platz brauche ich natürlich nach oben nicht. Und habe das entsprechend hier. Und jedes Mal, wenn ich dann hier drüber gehe, dann kann ich direkt sehen links, wie entsprechend ja, die Kerze aufgebaut ist. Heißt, wo war der Höchstkurs, der Niedrigstkurs? Und so weiter, ne? Schlusskurs, Eröffnungskurs. Ja, das war jetzt nämlich auch eine Frage im Chat. Ich hoffe, das ist damit beantwortet. Gut, meine Damen und Herren. Ja, hier waren wir letztendlich. Pending Order, 5 Stück. Und ja, sehr gerne, kein Problem. Und dann könnte man die für die Position jetzt hier Stops und Limits setzen. Allerdings, da wir jetzt bei der Pending Order noch keine Hedge-Funktion aktiviert haben, könnte man auch mit einer Gegenposition entsprechend sich absichern. Bedeutet, ich würde jetzt hier einen konditionellen Verkauf machen, Eingabe und dann auch die gleiche Menge, wenn ich das als Absicherung haben möchte. In dem Fall ja, lassen wir jetzt auch den Preis und übernehmen. So, dann haben das überlagert sich ein bisschen so. Das bedeutet, wenn ich hier ausgeführt werde, dann habe ich eine Gegenposition oder eine Order für eine Gegenposition mit der gleichen Menge. Und wenn diese ausgeführt wird, dann funktioniert sie genauso, als würde ich jetzt hier einen Stop eingeben. Wir nehmen jetzt auch mal den gleichen Preis. Ja, also hier Stop hinzufügen, Preis 10.206,32. Menge bleibt dann natürlich gleich. So, und ich habe das da jetzt auch hier drin. Diesen werde ich jetzt entfernen. Und Sie sehen, die Linie als Anzeige hier im Chart bleibt natürlich gleich, weil wir den gleichen Stop genommen haben. Also Sie haben da dadurch zwei Möglichkeiten, die Position abzusichern. Einmal über eine Gegenposition, ja, mit der gleichen Menge, sollte natürlich dann beachtet werden, sonst, wenn Sie da eine Abweichung drin haben, werden Sie dann entweder noch long im Markt sein, jetzt für dieses Beispiel. Also wir haben ja eingestellt 5 CFDs long und jetzt mache ich eine Gegenposition oder eine Gegenorder, aber nur mit 4 Short. Und die wird ausgeführt, dann bleibt immer noch ein Long drin. Ja, dann sind sie nicht komplett aus dem Markt. Andersrum genau, beziehungsweise umgekehrt auch, wenn sie anstatt 5 dann 6 oder 7 oder 10 verkaufen, dann sind sie natürlich im Markt Short. Ja, darauf sollten sie natürlich achten, wenn Sie diese Option nehmen, um sich abzusichern. Ansonsten die einfache Funktion, entsprechend auf die Position klicken mit der rechten Maustaste, entweder hier im Chart oder Sie könnten natürlich auch hier, wenn Sie dieses Fenster offen haben, unter ausstehende Aufträge, ja, weil die ist ja noch nicht ausgeführt, und dann hier auf Ändern bzw. Stops Limits hinzufügen. Okay? So,
Das können wir dann hier entfernen. Dann wird anders als bei der Gegenposition, wird hier der Stop natürlich mit gelöscht. Ja? Ich will Ihnen das mal zeigen. So, machen wir einen konditionellen Verkauf. Lassen wir die Menge. So, dann haben wir die da drin. Okay. So, jetzt sagen Sie, oh nee, diese Order gefällt mir nicht mehr oder ich bin nicht mehr davon überzeugt. Und schließen Sie. Entfernen. Dann wird natürlich meine verknüpfte Order, in dem Fall meine Stop-Order, mit entfernt. Okay, wenn ich das jetzt mache, dann sehen Sie, ist beides weg. Das bleibt natürlich dann, wenn Sie versuchen, mit der Gegenposition sich abzusichern, bleibt natürlich bestehen, weil das ja eine eigenständige Order, die im Markt ist. Das heißt, Sie dürfen dann nicht vergessen, wenn Sie das nur als Absicherung genommen haben, dann entsprechend auch das zu entfernen bzw. zu schließen. Ansonsten werden Sie die Position noch im Markt drin haben. Und es sind möglicherweise, je nachdem, wenn der Kurs dahin kommt, dann plötzlich short, obwohl sie das gar nicht wollten und sich eigentlich nur damit absichern wollten. Okay? Gut. Dazu noch eine Frage. Oder generell andere Fragen? Ansonsten auch schon mal vorab. Sie haben noch die Möglichkeit, am Freitag, gleiche Uhrzeit, am Webinar teilzunehmen. Da können Sie weitere Fragen stellen, wenn Sie möchten. Die Webinare sind jetzt extra für Sie nochmal angelegt, damit Sie da auch direkt live, entsprechend Ihre Fragen stellen können. So kann man direkt am Chat dann mit Ihnen alles durchgehen. Dann haben Sie nächste Woche, ich kann Ihnen das dann gerne ganz kurz zeigen. Die Termine, damit Sie da auch Bescheid wissen. Eventuell können Sie am Freitag nicht oder nächste Woche nicht. Unter Termine, dann sehen Sie hier noch Einführung in den neuen Flat Trader. Das ist natürlich der heutige Termin, aber Sie haben noch hier die Möglichkeit, am 23. und am 28. teilzunehmen. 28. wird auch wieder ein Mittwoch sein. Ansonsten wird es noch hier am 3.11. nochmal ein Helpdesk geben, wo Sie auch dann die Möglichkeit nochmal bekommen, Fragen zu stellen. Okay, hier ist noch eine Frage. Wie verhält sich das System, wenn ich mit zwei Bildschirmen arbeite, zum Beispiel das Abspeichern? Danke. Also Sie meinen, wenn Sie zum Beispiel den Chart jetzt, ich mache mal einen neuen Chart. Und dann entsprechend hier woanders ausgelagert haben, ja. Und genau. Und schließen dann die Plattform wieder und öffnen. Dann sollte natürlich dann entsprechend gespeichert sein. Das können wir jetzt auch gerne mal live machen. Zwar schließe ich die Plattform. So. Und mache sie auch direkt wieder auf. Das ist bei mir jetzt hier auf dem Hauptbildschirm voreingestellt. Und das hatte ich schon voreingestellt hier. Aber das Fenster, was ich jetzt nach oben verschoben habe, das ist jetzt auch da an dem gleichen Ort. Ich muss jetzt nur ganz kurz warten, bis das System hochfährt. So, und Sie sehen, ich habe das ja eben nach oben verschoben und genau da ist es immer noch. Ja? Also hier, ich hatte das ja vorhin nach oben verschoben und da ist es letztendlich immer noch geblieben. Und mein Hauptfenster, meine Plattform hier, die hatte ich selber schon voreingestellt, dass das auf dem Hauptbildschirm entsprechend geöffnet wird. Okay?
Also wie gesagt, ich hatte hier einen Chart aufgemacht und dann nach oben verschoben und da ist es auch wieder aufgetaucht. Weitere Fragen? Ansonsten, wie gesagt, ach, jetzt sehe ich, der Bildschirm war gar nicht umgestellt. Ja, das ist natürlich. So. Nochmal. Das hatte ich nicht gesehen, dass der Bildschirm noch auf der Webseite noch war. Also einmal noch neuen Chart geöffnet. So, dann verschiebe ich das jetzt wieder nach oben. Okay. Dann schließen wir die Plattform. Und ich öffne sie wieder. Fahre das System jetzt wieder hoch. Wenn ich mein Passwort richtig eingegeben habe, in dem Fall nicht. So, jetzt nochmal. Jetzt aber. Dann ziehe ich das wieder hier rüber. Wie gesagt, ich hatte das ja eingestellt. So, und ich habe den Chart ja nach oben verschoben. Na, und dann, also, dann ziehe ich den jetzt auch wieder rein. Und Sie sehen, dass der Chart auch geblieben ist, so wie ich die Plattform auch verlassen habe. Dann die Frage, ob es bei Windows 10 Einschränkungen gibt. Also uns sind noch keine Fehlermeldungen oder Einschränkungen bekannt. Wenn Sie da andere Erfahrungen gemacht haben, dann können Sie uns diese natürlich mitteilen. Aber bis jetzt gab es von den Kunden noch keine Beschwerde bezüglich Windows 10. Weitere Fragen? Okay, wie gesagt, dann haben Sie die Möglichkeit, am Freitag wieder um 13 Uhr Fragen zu stellen und an dem Webinar teilnehmen. Kein Problem, danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und ich wünsche natürlich auch allen anderen einen schönen Tag. Viel Erfolg noch an der Börse. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Wenn Sie möchten, kommen Sie am Freitag oder nächste Woche Mittwoch. Ansonsten bis dahin gute Trades. Machen Sie es gut. Bye.